Hallo, heute machen wir Kokos-Cappuccino-Makronen. Dazu brauchen wir ein Eiweiß. Das Eiweiß langsam 40 Gramm Zucker und das mit dem Wasser. Jetzt 15 Gramm Cappuccino-Pulver mit einrühren. Dann ca. 40 Gramm Kokosraspeln. Vorsichtig unterheben. Jetzt nehmen wir ein Backblech mit 50 mm Backobladen. So. Und mit 2 Teelöffeln die Masse in kleinen Häufchen auf die Obladen bringen. Schon gleichmäßig. Wenn wir alles schön verteilt haben, backen wir die Kokos-Cappuccino-Makronen für 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad unter Oberhitze oder bei ca. 165 Grad im Umluftherd.
und ab in den Ofen. So sehen sie nun aus, unsere fertigen Kokos-Cappuccino-Makronen. Guten Appetit!